Das ist mein Heimathafen, Marina Wentorf. Das Wetter, das hat mich ein bisschen im Stich gelassen heute Morgen, Mitte Juli. Dicke Regenwolken hängen hier. Der Wind soll auch noch auffrischen. Zum Glück hier bei uns aus südlichen Richtungen, das macht gar nichts. Heute soll das auf Makrele gehen. Dabei werde ich natürlich wieder so ein bisschen flexibel angeln. Als ich an dem verregneten Morgen aus dem Hafen fuhr, konnte ich noch nicht ahnen, dass ich nicht flexibel angeln musste und gar keine Makrelen suchen musste. Ich fuhr direkt in die Makrelen und brauchte nicht viel suchen, gleich beim ersten Stopp. Schade jetzt, dass hier dass der Regen so doll ist, aber ich bin kaum im Wasser und habe schon zwei Makrelen. Das ist wirklich, ich habe die erste Rute in der Hand und schon habe ich die Makrelen unter dem Boot. Gleich erlösen. Die andere auch. Töte ich die immer wirklich schnell. So. Na, was kommt da? Eine schöne Makrele. Herrlicher Fisch. Ganz unter der Wasseroberfläche wieder. Auch in diesem Film werde ich versuchen, einige Tipps zu geben. Alte Hasen und erfahrene Angler sollten da vielleicht einfach mal weghören oder nur mal drüber nachdenken, dass diese Tipps natürlich für Angelanfänger oder an Leute gerichtet sind, die einfach noch nicht viel Erfahrung beim Angeln auf Makrele haben. Das, was hier teilweise zu sehen ist, das sieht natürlich sehr blutig aus. Trotz allem möchte ich doch hier mal zeigen, dass man wirklich vernünftig und weitgerecht mit den Tieren umgeht und am Ende trotzdem genug gefangen hat. Ich finde das teilweise wirklich schlimm, wenn ich sehe, dass die Fische nicht abgeschlagen und getötet werden. Berufsfischer müssen wohl teilweise so handeln, aber wir als Angler sollten uns die Zeit nehmen und das vernünftig und ordentlich erledigen. Für mich sind Makrelen die mit am empfindlichsten Fische, wenn man sie warm lagert oder wenn sie lange im Wasser liegen, das ist auf gar keinen Fall gut. Ich nehme mir zwischendurch, wenn ich ein paar Stück gefangen habe, schon mal die Zeit und nehme die einfach immer zwischendurch mal aus. Ausnehmen muss ich sowieso, also kann ich das auch zwischendurch ruhig mal machen. Der Regen ließ einfach nicht nach. Dementsprechend schlecht sind leider die Kameraaufnahmen geworden. Das ist ja mal eine schöne große Makrele. Da war noch eine mehr dran gerade. Sehr schöne Makrelen. Oft hört man im Hintergrund das Zappeln einiger Fische. Das bedeutet aber nicht, dass die nicht tot sind. Das sind die Nerven, trotz Herzstich zappeln die immer noch mal so ein bisschen nach, beruhigen sich aber nach einer Zeit. Wenn die Fänge schlechter werden, dann reagiere ich eigentlich immer recht schnell, fahre wieder gegen den Wind an und suche meine Kurslinie auf meinem GPS und setze dort wieder neu an. So findet man oft den Schwarm wieder. Ich
hatte eine zweite Kamera montiert und hier sieht man das ganze Geschehen nochmal aus einer anderen Perspektive. Wer jetzt darauf geachtet hat, wird sehen, dass die Makrelen tatsächlich auf den Pilger gebissen haben. Ich bin mir da aber sicher, dass die gar nicht auf den Pilger gehen, sondern dass die auf den Drilling beißen. Aber das weiß ich nicht genau. Da gibt es schon mal ein paar Zwiegespräche mit Kollegen. Ich glaube fast, die beißen auf den Drilling und das Ganze hat vielleicht so ein bisschen mit Futterneid zu tun. Die Makrelen in der Kieler Förde sind relativ klein, deswegen bezeichne ich solche Fische hier oftmals als große Makrele. Woanders ist das natürlich keine große Makrele, das ist schon klar. Diese hier hat wieder auf den Drilling gebissen und in der Größe schlucken die natürlich auch Heringe in der Größe und fressen die. Das ist mir schon klar, aber ich glaube, dass der Großteil der Makrelen wirklich kleinere Beute bevorzugt und deswegen bin ich der Meinung, einige davon wollen den Drilling und nicht den ganzen Pilger. Mit der Spinnrute fische ich natürlich auch mit kleineren Blinkern oder aber auch mit Wobblern und Beifänger darüber auf Makrelen und da bin ich mir sicher, das ist die Beute, die sie haben wollen. Trotz allem, das mit dem Drilling an den großen Pilgern und den kleinen Makrelen ist vielleicht mal eine Sache. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken und vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Hier ist immer wieder mein Messer im Schwamm steckend zu sehen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn das Messer sonst so lose da rumliegt, dann rutscht das bei einer Welle auch gerne mal runter. Wenn ich das in dem Schwamm stecken habe, dann liegt das eigentlich ziemlich sicher und fällt nicht einfach irgendwo unkontrolliert hin. Und wieder Biss. Man sieht das da glitzern. Das waren zwei, eine ist abgegangen. Das hier ist wieder eine schöne große Makrele. Direkt an der Wasseroberfläche. Und wieder auf den Schlagschnurknoten achten. Natürlich meine ich den FG-Knoten, meine Verbindung zwischen geflochtener und monophiler, aber als alter Brandungsprofi rutscht mir der Schlagschnurknoten immer mal wieder raus. Ich könnte das ja jetzt übertreiben und noch länger drinnen lassen jedes Mal. Wenn man einen Biss im Makrelenschwarm bekommt, kann man natürlich das Vorfach noch ein bisschen länger unter Wasser stehen lassen und hoffen, dass da noch mehr Fische dran gehen. Und viele sagen ja immer, man sieht die Makrelen auf dem Echolot nicht. Das sind Makrelen. Wegen Schwimmblase und sind sie schlecht zu sehen, aber die bewegen sich. Was meine ich damit? Makrelen haben keine Schwimmblase. Die müssen die ganze Zeit schwimmen. Und auf Echoloten sind die Schwimmblasen in den Fischen natürlich auf dem Bildschirm am besten zu erkennen, weil die gut reflektieren. Noch sind sie da. Schlagschnurknoten. Da ist er. Direkt an der Wasseroberfläche. Da, Biss.
wieder live ist. Und die gehen so schön, das ist jetzt aber mehr wie eine, wahrscheinlich auch mehr wie zwei, es sind drei, jawohl. Fisch auf Fisch kommt jetzt hier ins Boot, wenn man den Schwarm gefunden hat. Da, Biss. Zwei Stück. Große Makrele. Hier nochmal die Makrelen, die auf den Drilling gebissen haben, aus der anderen Perspektive. Da, Biss. Wieder auf den Drilling. Also die beißen auf den Drilling. Die größeren Makrelen. Boah, die ist fest. Die muss ich erstmal erlösen. So, bevor ich den jetzt hier raushole. Der ist ja fürchterlich fest. Alles voll Makrelen gerade. Hier mal auf die Rolle achten. Da kann man sehen, dass ich den Rollenbügel auf habe. Dann schließe, wieder ein bisschen Schnur aufnehmen. So suche ich die oberen Wasserschichten ab und bekomme letztendlich meinen Biss. Das Biss. Und wieder auf den Drilling. Geht gleich wieder wahrscheinlich Biss. Ich sehe jetzt gerade wieder Fische auf dem Echolot. Na, Vorfach schon an der Wasseroberfläche. Noch mal wieder ein Stück tiefer. Versuchen. Lütten runterlassen. Da, Biss. Aufs Vorfach. Biss. Das ist eine mehr. Diesmal. Vermutlich zwei oder drei. Und es kommt da zwei große. Sehr schön. Das sind die richtigen Kaliber hier. Manchmal ist man so dermaßen in einem Heringsschwarm drin, dass man andauernd mehrfach besetzte Vorfächer hat. Ich persönlich nehme nie mehr Makrelen mit, wie ich sinnvoll verwerten kann. Wenn ich beim Angeln bin und wirklich richtig gut fange, dann rufe ich teilweise die Verwandtschaft an und frage, wie viele Fische ich mitbringen soll. Deshalb habe ich auch an diesem Regentag rechtzeitig aufgehört und alle Fische sauber ausgenommen. Als ich aus dem Hafen fuhr, hat es geregnet. Es hat eigentlich die ganze Zeit geregnet. Jetzt war es kurz trocken und ich konnte die Fische alle vernünftig ausnehmen. Da kommt schon wieder die große Wolke angeflogen, der nächste große Schauer. Die Möwen sind glücklich. Die sind alle satt und rund und ich habe
trotz Regen einen außergewöhnlich guten Angeltag gehabt. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es geregnet hat. Aber da muss man einfach mal durch, denn wenn man weiß, dass Fische da sind, dann muss man das einfach mal versuchen. Es regnet immer noch in Strömen. Ich bin inzwischen in der Hafeneinfahrt Marina Wendorf. Ich weiß nicht, was aus dem Film wird, ob man überhaupt was sehen kann vor lauter Regentropfen, die da auf der Kamera kleben, höchstwahrscheinlich. Das wird spannend. Mal sehen, was ich da so zusammenschneiden kann. Es regnet und regnet und regnet, aber ich habe tolle Fische gefangen und freue mich gleich auf eine warme Dusche. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.